Es sind nachdenkliche Gesichter, die diese Debatte prägen. Es geht um Leben und Tod, aber auch darum, wie stark der Staat die Selbstbestimmung der Bürger einschränkt. Jens Spahn hat mit seinem Vorschlag für eine Widerspruchslösung die Diskussion angeregt. Ich finde, das Nein aussprechen zu müssen, ist angesichts von 10.000 Wartenden zumutbar. Das einzige Recht, was dabei beschnitten würde, wäre das Recht, sich keine Gedanken zu machen. Es ist keine Organabgabepflicht. Fraktionsübergreifend bekommt Spahn Zustimmung. Es geht nicht darum, dass hier jemand zur Organspende gezwungen werden soll, sondern es geht darum, dass ich dafür sorgen soll, dass jeder sich damit beschäftigt. Wenn 84% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger die Organspende positiv bewerten, dann meine ich, ist es doch berechtigt, mit der Widerspruchslösung an dieser Mehrheit anzuknüpfen. Doch die meisten Abgeordneten äußern sich skeptisch. Schweigen als Zustimmung für die Organspende, das widerspreche ihrem Rechtsempfinden. Dass der Staat auf Organe ohne Einverständnis zugreifen will, indem er einen unterlassenen Widerspruch als Zustimmung wertet, das kann ich als freie Demokratin nicht akzeptieren. Außerdem haben wir in anderen Bereichen Datenschutzgrundverordnung überall durchgesetzt, als Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler dieses Landes, dass man aktiv zustimmen muss und nicht seinen Widerspruch einlösen muss. Nicht die Spendenbereitschaft sei das Problem, sondern die schlechte Organisation in den Entnahmekrankenhäusern, argumentieren viele Abgeordnete. Jüngst hat eine Studie der Universität Kiel gezeigt, das Problem zu geringer Organspenderaten in Deutschland liegt darin, dass zu selten Spendeorgane identifiziert und gemeldet werden. Da liegt der Hebel. Tatsächlich liegt die Spendenbereitschaft in Umfragen bei 84%. Allerdings haben nur etwa halb so viele einen Organspendeausweis. Daher müssten die Bürger öfter gefragt werden, so ein häufiges Argument. Wir schlagen vor, dass jedes Mal, wenn der Reisepass oder der Personalausweis beantragt wird, die Antragstellenden abgefragt werden. Ein Vorschlag, der unter anderem aus den Reihen der AfD Zustimmung bekommt. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir eine sehr gute Chance, dass wir tatsächlich viel mehr Menschen, die heute schon ihre Organe spenden würden, tatsächlich auch zu einer klaren Abgabe, einer Klärung bewegen können. Die Aussprache heute sollte als Orientierung dienen. Nun finden sich unter den Abgeordneten fraktionsübergreifend Gruppen zusammen, um weitere Anträge zu formulieren, über die der Bundestag im neuen Jahr entscheiden soll.